Der kleinere Hund und der Wurm sind am Meer spazieren. Sie haben vom Ufer aus ins Meer rausgeschaut. Ah, schmeckst du auch die frische Brise? Ja, die Luft ist ziemlich salzig. Und schau mal, dort hinten sieht man noch eine kleine Insel. Komm, wir gehen ein Stückchen weiter. Eine Flasche. Wie ist echt die hierher gekommen? In der Flasche ist noch etwas drin. Ich schaue mal nach. Zuerst aufstellen. Deckel ab. So, und reingüchseln. Und, was siehst du? Da ist ein Zettel drin. Ich tue es raus. Was steht auf dem Zettel? Ich weiss nicht. Es ist ein Pfeil, der auf ein Kreuz zeigt. Rundum ist Wasser und in der Mitte eine Insel. Das ist, glaube ich, eine Schatzkarte. Heute ist unser Glückstag. Eine Insel. Ist auch die hier auf dem Meer damit gemeint? Die sieht einmal so aus wie auf der Schatzkarte. Vielleicht hat es einen Piratenschatz auf der Insel. Der kleine grüne Hund und der Wurm haben sich schon in Gold und Diamanten innen gesehen baden. Sie haben ein altes Schlauchboot aus dem Keller rausgeholt und sind damit in den See gestochen. Wir schauen sicherheitshalber noch mal in die Schatzkarte. Ja, das muss ganz in der Nähe sein. Wir müssen nur noch an den Palmen dort vorne vorbei. Das muss die Stelle auf der Karte sein. Was ist denn das für ein komischer Stein? Der kleine grüne Hund und der Wurm haben angefangen zu graben. Nach einer Weile ist eine alte, grosse Kiste vor ihnen gestanden. Das ist aber eine grosse Kiste. Stell dir vor, wenn die voll Gold ist. Das wäre schön. Ich mache gerade mal auf. Was hat es dort drinnen? Nichts. Die Kiste ist leer. Was? Das darf ja nicht wahr sein. Ganz leer. Jetzt haben wir uns vergeben angestrengt. Heute ist nicht unser Glückstag. So, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder heim? Ja. Was ist denn mit unserem Schlauchboot passiert? Das ist ja kaputt. Die Luft ist rausgekommen. Es ist schon fast versunken. Wie wollen wir denn das flicken? Weiss auch nicht. Und so weit schwimmen können wir auch nicht. Wie wollen wir jetzt wieder heimkommen? Komm, wir gehen noch mal zurück. Vielleicht fällt uns noch etwas ein. Alles nur wegen dieser blöden Kiste. Ah, da fällt mir gerade etwas ein. Steig schnell in die Kiste. Gut. Und jetzt? Siehst du es denn gerade? Der Wurm hat sich überhaupt nicht vorstellen, was der Hund vorhat. Wo sie aber mit der Kiste immer näher zum Meer gekommen sind, ist ihm langsam ein Licht aufgegangen. Jetzt weiss ich, was du vorhast. Du hast halt schon immer die besten Ideen. Hopp! So wie es aussieht, ist heute doch noch unser Glückstag. Und so haben der kleine grüne Hund und der Wurm die Kiste gleich noch brauchen. Die alte Schatzkiste hat sie sicher heimgebracht.